Käse, nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso. So sieht das Buch aus. Mir fehlt die Eieruhr, ich hole die mal eben. Das Ganze soll ja nicht länger als 30 Minuten dauern. Ich bin angekommen im Kapitel verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Das sind die Seiten 134 und folgende, die ich lesen werde. Es geht um Betriebsausgaben, so funktioniert die AFA. Und dann kommt noch häufiger Streitpunkt, häusliches Arbeitszimmer und Betriebsräume. Reisekosten richtig geltend machen, Abgabe- und Zahlungsfristen. Davor gab es auch schon einige Themen, die möchte ich jetzt nicht aufgreifen. Will ja auch irgendwann fertig werden. So. Betriebsausgaben. Wenn es darum geht, welche Kosten vom Finanzamt als Betriebsausgabe anerkannt werden, ist der gesunde Menschenverstand meist die beste Entscheidungshilfe. Aufwendungen, die nachweislich für das Erzielen ihrer Umsätze erforderlich sind, werden normalerweise problemlos anerkannt. Ärger gibt es meistens dann, wenn die Ausgaben nicht eindeutig dem betrieblichen oder privaten Umfeld zugeordnet werden können. So sind Abogebühren für die Fachzeitschrift für Holzbearbeitung für den Schreiner eine klare betriebliche Aufwendung, während der freie Journalist meist erfolglos argumentieren wird, die Lektüre von Spiegel und Frankfurter Allgemeine Zeitung diene seiner journalistischen Allgemeinbildung und sei damit betrieblich bedingt. Hier nun eine Übersicht über typische Betriebsausgaben, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn die individuellen Aufwendungen sind so vielfältig wie die Bandbreite der Geschäftsideen. Die Auflistung orientiert sich an der Gliederung des amtlichen EUR-Formulars. EUR steht für Einnahmeüberschussrechnung. Die wurde schon in dem Kapitel vorgestellt. Das Formular aus dem Jahr 2015, das ist ein altes, sieht man auch im Buch. Und ja, das ist gut gemacht. Man kann dann auch unter Umständen zurückblättern. Ich habe mir die vorgestern mal in Ruhe angeguckt, dieses Formular im Buch. Ich fand das schon relativ hilfreich. Wareneinkauf sowie Roh- und Hilfsstoffe. Dazu zählen nicht nur der gesamte Wareneinkauf beim Händler, sondern beispielsweise auch der Einkauf von Ton und Glasur beim Töpfer, das Verpackungsmaterial für den Onlineshop-Betreiber oder Maschinenöl, dass der Drechsler für seine Drechselmaschine benötigt. Fremdleistungen. Um Fremdleistungen handelt es sich beispielsweise, wenn ein selbstständiger Werbeberater einen Grafiker mit der Gestaltung einer Broschüre beauftragt oder wenn ein Metallkunsthandwerker seine Werke außer Haus lackieren lässt. Aufwendungen für Telekommunikation.
Hierunter fallen Festnetztelefon, Internetanschluss, Handy. Bei nebenberuflicher Selbstständigkeit müssen Sie sich in aller Regel mit dem Finanzamt auf eine praktikable Aufteilung zwischen betrieblichen und privaten Kostenanteilen einigen. Fortbildungskosten. Fortbildungskosten. Anerkannt werden Kosten, die im direkten Zusammenhang mit Ihrem Betrieb entstehen. Je fachspezifischer die Fortbildung, desto größer ist die Chance, dass die Rechnung reibungslos den Schreibtisch des Sachbearbeiters im Finanzamt passiert. Rechts- und Steuerberatung sowie Buchführung. Die beiden letztgenannten Posten brauchen nicht eigens erläutert werden. Bei Rechtskosten werden nur Gebühren für Streitigkeiten aus dem betrieblichen Bereich anerkannt. Schuldzinsen. Hier müssen die Zinsaufwendungen klar dem betrieblichen Zweck zugeordnet werden. Dann gibt es übrigens natürlich noch jede Menge kleinere Posten, die unter dem Sammelbegriff übrige, unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben zusammengefasst werden können. Dazu ein paar repräsentative Beispiele. Büromaterial wie Papier, Toner, Druckertinte oder Schreibware. Portokosten. Kosten für Eigenwerbung wie Zeitungsanzeigengebühren für die Listung in Online-Branchenportalen oder Kosten für den Druck von Flyern und Visitenkarten. Kontoführungsgebühren, Gebühren für Mitgliedschaft in Fach- und Branchenverbänden. So, das wäre es mit diesem Teil. Verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Im Kapitel verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Es geht weiter mit So funktioniert die AFA. Dazu gibt es einen Tipp. Tabellen im Internet. Die vollständigen AFA-Tabellen finden Sie im Internet auf der Webseite des Bundesministeriums für Finanzen unter www.bundesfinanzministerium.de. Vorsicht, keine andere Nutzung als betrieblich. So funktioniert die AFA. An einigen Stellen in diesem Buch war bereits von der Abschreibung die Rede. AFA, landläufig auch Abschreibung bezeichnet, ist das Kürzel für Absetzung, für Abnutzung. Dahinter verbirgt sich das Prozedere mit dem Wertverlust eines langlebigen betrieblichen Investitionsgutes über die Jahre hinweg als Aufwand verteilt wird. Als Basiswert dient der Anschaffungspreis bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen ohne die Umsatzsteuer, bei nicht umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen inklusive Umsatzsteuer. Jeweils zum Jahresende darf ein bestimmter Teil des Anschaffungspreises als AFA steuermindernd geltend gemacht werden.
Wie hoch der Anteil ist und wie lange die Abschreibung dauert, errechnet sich aus der Nutzungsdauer, die der Fiskus in Form der AFA-Tabellen vorgibt. Die Nutzungsdauer kann je nach Wirtschaftsgut ganz unterschiedlich sein, wie die folgende Tabelle zeigt. Wenn Sie einen Notebook für 450 Euro erworben haben, können Sie somit 3 Jahre lang jeweils 150 Euro als AFA auf der Aufwandsseite geltend machen. Die Abschreibung nach der vom Fiskus vorgegebenen Nutzungsdauer gilt zwingend für alle Wirtschaftsgüter ab einem Anschaffungspreis von 1.000 Euro exklusive Umsatzsteuer. Eine Sonderregelung gibt es hingegen für sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG. Bei einem Anschaffungspreis zwischen 410 und 1.000 Euro können Sie wählen, ob Sie die reguläre Abschreibung einsetzen oder einen sogenannten Abschreibungspool bilden. Im letztgenannten Fall kommen die Güter in einen Topf und dessen Gesamtvolumen wird Jahr für Jahr um ein Fünftel abgeschrieben, unabhängig davon, wie lang die tatsächliche Nutzungsdauer ist. Lohnenswert ist diese Variante folglich beim Kauf besonders langlebiger Einrichtungen, wohlgemerkt bei einem Nettopreis von weniger als 1.000 Euro. Bei einem Nettoanschaffungspreis zwischen 150 und 410 Euro haben Sie zusätzlich die Option, den kompletten Anschaffungspreis sofort im Jahr des Erwerbs abzuschreiben. Das sollten Sie auch tun. Denn das bringt Ihnen bei der Steuerzahlung den größten zeitlichen Vorteil, weil sich Ihr Einkommen gleich im Anschaffungsjahr entsprechend reduziert. Anschaffungen unter 150 Euro werden generell sofort abgeschrieben. So, häufiger Streitpunkt häusliches Arbeitszimmer und Betriebsräume, Reisekosten richtig geltend machen und Abgabe- und Zahlungsfristen sind die drei letzten Punkte im Kapitel verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Häufiger Streitpunkt häusliches Arbeitszimmer und Betriebsräume. Wer selbstständig arbeitet, braucht dafür auch genügend Raum und der Aufwand dafür lässt sich steuermindernd geltend machen. Das gilt grundsätzlich auch für diejenigen, die nur nebenberuflich als Unternehmer tätig sind. Zu unterscheiden ist dabei, ob es sich um externe angemietete Räumlichkeiten oder um ein Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung handelt. Wenn Sie Ihre Arbeitsräume außerhalb Ihrer Wohnung angemietet haben, ist die steuerliche Berechnungsweise ziemlich einfach. Alle Kosten, die Ihnen Ihr Vermieter in Rechnung stellt, können Sie als betrieblichen Aufwand von der Steuer absetzen. Das ist etwa dann die übliche Vorgehensweise, wenn Sie für Ihre selbstständige Tätigkeit eine kleine Werkstatt, einen Lagerraum oder ein kleines Büro in einer Bürogemeinschaft gemietet haben. Keine andere Nutzung als betrieblich. Achten Sie darauf, dass die gemieteten Räume auch wirklich ausschließlich betrieblich genutzt werden. Unangenehm kann es für Sie werden, wenn der Steuerprüfer kommt und feststellt, dass ein Teil der Räume
als private Aufenthalts- oder Abstellräume genutzt wird. In diesem Fall wird Ihnen das Finanzamt den steuerlichen Aufwand entsprechend kürzen. Damit ein Arbeitszimmer innerhalb der eigenen Wohnung vom Finanzamt anerkannt wird, müssen Sie glaubhaft machen können, dass dieser Raum den Mittelpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit darstellt und für die Ausübung Ihrer Selbstständigkeit erforderlich ist. Ausschlaggebend ist, dass Ihnen für Ihre Arbeit kein anderer Raum, beispielsweise bei Ihrem Auftraggeber, zur Verfügung steht. Außerdem gibt es noch zwei wichtige Kriterien. Das Arbeitszimmer dient nicht nebenbei noch als Gästezimmer, Spielzimmer für die Kinderhausarbeitsraum oder für andere private Zwecke. Der Raum ist kein Durchgangszimmer, keine Nische und keine Galerie. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie die anteiligen Raumkosten, zum Beispiel Heizkosten und Stromgebühren für das Arbeitszimmer, steuerlich absetzen. Maßstab ist dabei das Verhältnis der Fläche des Arbeitszimmers zur gesamten Wohnfläche. Nebenberuflich Selbstständige können in der Regel Raumkosten bis zu einer Summe von 1.250 Euro pro Jahr von der Steuer absetzen. So. Reisekosten richtig gelten. Da gibt es einen Tipp und ein Beispiel, die kommen gegen Ende. Und dann gibt es nur noch Abgabe- und Zahlungsfristen. Es sieht so aus, als ob ich jetzt gleich das Kapitel beenden würde. Das macht mich froh, dann habe ich was geschafft. Und was dann im Buch kommt, ist auch nicht mehr so lang. So. Reisekosten richtig geltend machen. Wenn Sie beruflich unterwegs sind und diese Reisekosten selbst tragen müssen, können Sie den Aufwand steuermindernd absetzen. Das gilt unabhängig davon, ob Sie haupt- oder nebenberuflich selbstständig sind. Ob Fahrten zu Kunden, Fachmessen, Märkten oder Fortbildungsveranstaltungen, jede Reise, die in direktem Zusammenhang mit Ihren unternehmerischen Aktivitäten steht, wirkt sich steuermindernd aus. Jede Reise, die in direktem Zusammenhang mit Ihren unternehmerischen Aktivitäten steht, wirkt sich steuermindernd aus. Reisekosten richtig geltend machen. Wenn Sie beruflich unterwegs sind und die Reisekosten selbst tragen müssen, können Sie den Aufwand, ich fange nochmal von vorne an, steuermindernd absetzen. Das gilt unabhängig davon, ob Sie haupt- oder nebenberuflich selbstständig sind. Ob Fahrten zu Kunden, Fachmessen, Märkten oder Fortbildungsveranstaltungen, jede Reise, die in direktem Zusammenhang mit Ihren unternehmerischen Aktivitäten steht, wirkt sich steuermindernd aus. Am einfachsten ist es, wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahn, Flugzeug oder Taxi unterwegs sind. Hier können Sie anhand der Belege Ihre Kosten ermitteln und müssen nur noch die Vorsteuer herausrechnen, sofern Sie umsatzsteuerpflichtig sind. Dabei sollten Sie beachten, dass auf Fernreisen der Bahn 19% Umsatzsteuer, auf die Taxirechnung hingegen nur 7% Umsatzsteuer aufgeschlagen werden.
Sind Sie mit Ihrem Privatauto unterwegs, dann dürfen Sie für betriebliche Fahrten 30 Cent pro gefahrenen Kilometer geltend machen. Hierfür müssen Sie kein Fahrtenbuch führen. So. Sind Sie mit Ihrem Privatauto unterwegs, dann dürfen Sie für betriebliche Fahrten 30% pro gefahrenen Kilometer geltend machen. Hierfür müssen Sie kein Fahrtenbuch führen, indem Sie jede private und betriebliche Fahrt akribisch trennen. Es genügt, die betrieblichen Fahrten mit Datum, Fahrziel und gefahrenen Kilometern aufzulisten. Hierfür müssen Sie kein Fahrtenbuch führen, indem es genügt, die betrieblichen Fahrten mit Datum, Fahrziel und gefahrenen Kilometern aufzulisten. In diesem Zusammenhang sollten Sie sich von der Vorstellung verabschieden, dass sich mit einem Firmenwagen ordentlich Steuern sparen lassen. Denn das ist in vielen Fällen ein Trugschluss, zumindest dann, wenn das Fahrzeug nicht überwiegend betrieblich genutzt wird. Die frühe übliche 1%-Regelung, bei der alle Reparatur-, Benzin- und Versicherungskosten sowie die Kfz-Steuer als Betriebsausgabe abgesetzt werden konnten und dafür jeden Monat 1% des einstigen Neupreises als privater Eigenverbrauch versteuert wurde, greift nur noch in Ausnahmefällen. Sie müssen dem Finanzamt nachweisen, dass Sie Ihr Auto zu mehr als 50% betrieblich nutzen. Unter Umständen ist bereits für diesen Nachweis schon ein Fahrtenbuch erforderlich, es sei denn, die überwiegend betriebliche Nutzung ist schon anhand exemplarischer Fahrstrecken nachweisbar. Wenn Sie Ihr Auto zu weniger als 50% betrieblich nutzen, müssen Sie auf jeden Fall ein Fahrtenbuch führen und ausrechnen, wie hoch der Anteil an den gefahrenen Kilometern ist. Dann müssen Sie sämtliche abgesetzten Kfz-Anwendungen addieren, mit dem privaten Fahrtenanteil multiplizieren und den daraus resultierenden Betrag als privaten Eigenverbrauch versteuern. Wenn der private Anteil höher als 90% ist, erkennt Ihnen das Finanzamt das Auto als Teil des Betriebsvermögens nicht mehr an. In diesem Fall müssen Sie Ihr Fahrzeug ausbuchen und in das private Vermögen übernehmen. Tipp: Pauschale spart Zeit. Wenn die Selbstständigkeit nicht die Haupteinnahmequelle ist, dann wird das Auto meist auch nur gelegentlich für betriebliche Zwecke genutzt. Selbst wenn die finanziellen Vorteile bei der pauschalen Kilometerabrechnung mit 30 Cent pro Kilometer geringer sein sollten als die Übernahme des Fahrzeugs ins Betriebsvermögen, spricht für die Pauschalvariante dennoch die weitaus einfachere und zeitsparende Abrechnungsweise. Wenn Sie längere Zeit beruflich unterwegs sind, können Sie als kleinen Ausgleich dafür, dass Sie Restaurant- oder Imbissrechnungen nicht steuerlich geltend machen können, den sogenannten Verpflegungsmehraufwand als Pauschale ansetzen. Das funktioniert allerdings erst bei mindestens 8 Stunden Abwesenheit mit folgenden Sätzen. Abwesenheit 8 bis 24 Stunden ohne Übernachtung sowie An- und Abreise bei mehrtägigen Geschäftsreisen 12 Euro. Pro Tag außer
An- und Abreisetagen bei mehrtägigen Geschäftsreisen 24 Euro. Verpflegungsmehraufwand bei mehrtägigen Geschäftsreisen. Wenn Sie geschäftlich 5 Tage unterwegs sind, errechnet sich der Verpflegungsmehraufwand wie folgt. Für den An- und Abreisetag können Sie jeweils 12 Euro ansetzen und für die verbleibenden 3 Tage jeweils 24 Euro. Damit können Sie gegenüber dem Finanzamt einen Verpflegungsmehraufwand von insgesamt 96 Euro geltend machen. Abgabe und Zahlungsfristen. Die Zahlungsfristen bei der Umsatzsteuervoranmeldung wurden bereits erläutert. Bis zum 10. Tag des Folgemonats nach dem Voranmeldungszeitraum haben Sie Zeit, um die Zahlung zu leisten. Beim Beantragen einer Dauerfristverlängerung haben Sie jeweils einen Monat mehr Spielraum. Eine besondere Regelung gilt bei der Zahlung der Umsatzsteuer. Eine besondere Regelung gilt bei der Zahlung der Umsatzsteuer, nachdem Sie zusammen mit der Steuererklärung auch die Umsatzsteuererklärung abgegeben haben. Wenn sich hieraus noch eine Zahlungsschuld ergibt, müssen Sie diese ohne weitere Aufforderung einen Monat nach Eingang der Erklärung beim Finanzamt überweisen. Einen eigenständigen Umsatzsteuerbescheid erhalten Sie nur, wenn das Finanzamt nach Prüfung Ihrer Erklärung zu einem anderen Zahlungsbetrag kommt. Tipp: Dem Finanzamt eine Lastschriftermächtigung erteilen. Dass vom Finanzamt bei der Umsatzsteuererklärung kein Bescheid kommt, führt häufig dazu, dass das Überweisen der Restschuld vergessen wird und das Finanzamt dann einen Säumniszuschlag erhebt. Das können Sie vermeiden, indem Sie dem Finanzamt für die Umsatzsteuerzahlung eine Lastschriftermächtigung, auch Einzugsermächtigung genannt, erteilen. Für Sie als Steuerzahler ist damit kein Risiko verbunden. Beim Fehlen können Sie Lastschriften bis zu 6 Wochen nach der Buchung zurückholen.
Die Steuererklärung inklusive Umsatzsteuererklärung ist regulär bis Ende Mai des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres abzugeben. Wenn Sie diesen Termin nicht einhalten können, dann können Sie schriftlich beim Finanzamt eine Fristverlängerung beantragen. Wenn Ihre Einkommensteuernachzahlung für das Geschäftsjahr mehr als 400 Euro beträgt, müssen Sie damit rechnen, dass das Finanzamt künftige Vorauszahlungen verlangt. Diese werden quartalsweise jeweils am 10. März, Juni, September und Dezember fällig. Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem letzten Steuerbescheid. Wenn sich eine ungünstige Geschäftsentwicklung abzeichnet, können Sie beim Finanzamt eine Reduzierung der Vorauszahlung beantragen. So, das war's mit diesem Kapitel. Als letztes kommt, glaube ich, Vorsicht, Falle, welche Angebote Sie meiden sollen. Damit geht's gleich weiter. Tschüss.